So, ich hoffe, das Bild da. Ich denke schon. Ja, Ton ist auch da. Dann sage ich doch mal Hallo und herzlich willkommen heute Sonntagmorgen. Schöne Kaffeerunde sozusagen. Und das mache ich nicht alleine. Da ist der Katral mit dabei. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, herrlich. Wir wollen eine Runde Star Wars The Old Republic zocken. Genau, für dich Premiere, oder? Ja, genau. Für mich Premiere. Hallo, Stefan. Hallo, R2D2. Hallo Guten Yuka, das ist ja nicht zu Morgen. fassen. Das ist ja der Klopper, hier ist richtig was los. Meine Güte, wie gesagt, wir wollen Star Wars der Old Republic zocken. Und zwar war das eine Idee von Katral, der kam da mit an auf einmal. Und da habe ich mir schon gedacht, oh nein, nicht schon Star Wars, da habe ich keinen Nerv drauf. Dann kam mein Söhnchen um die Ecke und sagte, ey, wie sagst du das spielen? Ich sage, ja, das ist voll geil, Alter, das ist richtig gute Story und bla. Und dann dachte ich mir, okay, gute Story, gut, dann testen wir das mal durch, dann wollen wir das mal spielen. Ja, ich meine, das ist ja, damit sind wir groß geworden. Hallo? Das Ding ist Star Wars. von wann ist das Spiel hier? Das ist von 2011. 2000, genau. Aber ich meine, mit Star Wars an sich, da sind wir ja groß geworden. Das war Ja, ja. natürlich. Also, ne, also man hat sozusagen alle Folgen gesehen. Alles. Ja, Das natürlich. gibt keine Folge, die ich, also die ich zum Beispiel, ich persönlich jetzt nicht gesehen habe. Ich habe alle gesehen. Es geht ja weiter. Ja, bloß Star Trek, da bin ich nicht so der. Nee, das Nee. ist nicht so das, ne? Aber wie gesagt, ich halte mich so ein bisschen an Star Wars. Das war so meins. Da habe ich wirklich jeden Teil, also musste ich alle. Und das sehe ich immer noch. Auf Gucke ich jeden mir immer Fall. noch an. Also das ist ganz Ja, cool. absolut. Ne? Wir wollen starten. Das Ding ist ja, das Spiel ist ja gratis, ist ja kostenlos sozusagen. Ja, genau. Es ist so, du kriegst das als, du kannst natürlich auch Premium abschließen, dann zahlst du monatlich wie bei anderen Spielen, WoW zum Beispiel, zahlst dann deine 12, 13 Euro. Und dadurch hast du halt ein paar Boni, du hast mehr Charakterplätze, du kannst mehr Instanzen machen und du kriegst Zugriff auf alle aktuellen Erweiterungen. Das heißt, jetzt in dem freien Spiel können wir, glaube ich, noch nicht die letzten drei Erweiterungen spielen, die aber am geilsten inszeniert sind, muss man auch sagen. Natürlich. Aber gut, die müssen ja auch von irgendwas leben. Und wir können es ja mal anzocken, wenn es uns wirklich richtig, richtig packt, dann kann man ja sich auch mal so eine Game-Karte holen für einen Monat oder so, keine Ahnung. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, da muss man mal gucken, Also, wir fangen erstmal an. wie ich wollte mal sagen. Also, Genau. wir fangen erstmal an und ja, üben uns mal hier durch. Ne? Weil ich habe ja schon mal reingeguckt, so also neugierigerweise. Und es war für mich ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, da sich zurechtzufinden. Aber ich habe ja die Katharina da. Der kennt sich damit aus, der kennt das Spiel in- und auswendig und der wird mich da so ein bisschen durchlotsen. Ich tue mein Bestes. Genau. So, pass mal auf, wir haben gesagt, wir wollen aber die gute Seite, ne? Nicht die böse Seite. Wir sind gute Seite. Ja, Ja, wir sind die, ja, wie heißt Simpe. das? Die blauen, ne? Ja, So, Republik. ich mach mal blau, klick mal drauf. Ah, hier, siehst du. So, jetzt heißt es. Ich hab heute extra mein Star Wars T-Shirt an mit Yoda. Das sieht man gar nicht. So, warte, ich muss mal kurz in die ein. Wo sind die Einstellungen? Wo sind die Einstellungen? Wir sind vorne im Hauptmenü, also in, ja. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Wo ist die Einstellung? Ja, jetzt kann ich ja gar nicht machen. Muss ich ganz zurück, oder was? Verlassen. Warte, jetzt müssen wir kurz mal. Ich muss die Einstellung. Ach, ich war auf dem verkehrten Server. Das kann ja auch nicht klappen. Okay. Da ist nur der. So, Deutschland ist da. Ich muss mal hier Einstellung. Und zwar Sound. Gesamtlautstärke. Bisschen leiser machen hier. Du bist ja kaum zu hören. Hoffentlich kann man das nachher auch noch ein bisschen einstellen, glaube ich, ne? Ich hoffe das mal. Ach, bestimmt. Ja, im Spiel auf jeden Fall. Ja. Okay. Das ist dann ein Anwenden. bisschen einfacher. Ich will noch mal eben gucken, dass wir auch wirklich auf dem gleichen Server sind. Serverauswahl. So. Du bist, auf welchem bist du denn jetzt? Auf dem deutschen. Ach so, ja, okay. Den Tulag Horde oder wie der Tulag heißt. Horde, genau. Alles klar, Ist ja bloß gut. der Dann einzige Deutsche da, ne? Da sag ja, ich mal, ja, da gut, bin war ich. ich. Anwenden. Anmelden, danke, melden. Ist ja War gut. klar, morgen Sonnenschein. Das war klar, dass du Guten möchtest, dass wir böse sind. Morgen, Sonnenschein. So, wir haben ja nicht viel Auswahl hier. Charakter erstellen. Wir haben ja nur die Star Warte. Wars der Old Republic. Ja, Ja. so. Wir nehmen die gute Seite. Trotzdem. So. So, was haben wir hier? Was hast du gesagt? Wir müssen die gleiche Klasse sein, oder wie war das? Die Hauptklasse, du siehst ja unten, ne, da gibt es hier die Ritter, hier die Botschafter, Schmuggler und Soldat und darunter gibt es die beiden Unterklassen. Ach so, Und wir sollten die innerhalb der Oberklasse bleiben, damit wir die gleiche Story haben. okay, welche nehmen wir denn? Was nehmen wir? Was hast du Was Lust möchtest zu? du denn? Also Ja, ich habe sie alle schon gespielt. also, nee, das ist ja, wenn du schon alle gespielt hast, dann kennst du ja die geilste Story sozusagen. Nee, also alle angespielt, sagen wir es mal so.
Ah. Okay, pass mal, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir echt nichts. Ich weiß nicht. Ich bin da. Wie je die Schatten, was ist denn das? Now, danke für dein Follow. Ich danke dir. Grüß Gott. Now, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinguckst. Genau. Oh, vielen Willkommen. Dank für dein Follow. Super. So, pass mal, welchen nehmen wir denn jetzt hier? Möchtest du denn eher so mit einem Lichtschwert oder möchtest du rumballern? Ich bin da offen, also ich, ne? Ich bin ja schon Fan von Lichtschwertern, muss ich ja gestehen. Also Lichtschwert ist ja dann Jedi Schatten oder Jedi. Also eins von beiden, also du kannst Jedi Botschafter oder Jedi Ritter können wir nehmen. Ach, Jedi Ritter ist ja auch noch da. Genau, Da. also Jedi Ritter sind so, ne, also Jedi Botschafter kannst du vergleichen wie so Magier oder so. Die können viel mit Blitzen und so Dinge um sich rumwerfen. Ach. Und die Jedi Ritter sind eher so mit, also zum Beispiel der Jedi Wächter ist einer, der mit zwei Lichtschwertern rumrennt. Und der ist eher für Schaden da. Und der Jedi Hüter ist so eher der Tank. Genau, Neo. Das ist Star Wars. Lichtschwerter gibt es nur hier. Genau. Richtig. So. Ja, einen von den beiden. Wen hättest du denn? Pass auf, dann nimm du den Jedi Wächter und ich nehme den Jedi Hüter. Also das passt aber, dann sind wir zusammen, ne? Ja, weil das alles in einer Hauptklasse ist. Also ich nehme den. Den Wächter. Das ist ein Damage Dealer, da musst du nur drauf kloppen. Okay. Das ist gut, das ist was für mich. Da muss ich doch da. Ja, genau. Gut, ich nehme den. Okay, weiter. Gut, ich nehme den Ritter. Spezie wählen. Also das ist vollkommen Ja, Schnurze. So viel haben genau, wir gar das ist nicht. jetzt eigentlich, glaube ich, egal. Aber du siehst, ein paar sind nicht freigeschaltet. Das ist nur, wenn du Premium hast oder die gekauft hast. Ach so. Okay. Ich bleib beim Menschen. Da sieht man doch Ich bleibe auch beim Menschen. am angenehmsten aus. So, jetzt männlich Ich oder werde weiblich? alle Dunkelheit in der Galaxis ausmerzen. Naja, ich bin ja eine Frau, nicht? Körperbau. Breit. Nein, wir Ich bin bleiben. auch eine Frau. Der erste war das Geilste. Das erste. Das erste. Das ganz Dunkle. Wieso? Das ist cool. Der ist Das passt aber nicht zum Menschen. Na, da hast du wieder recht. So, jetzt machen wir erstmal hier, warte mal, erstmal Körperbau. Genau, wir Moment, zoom mal verbauen ihn, das ist aus. hier Tang. Hier ist ein bisschen ölig, ne? Das da. Also ich bin ja Tank, ich muss ja schon so ein bisschen, ne, dick nicht, aber so. So, eine Augenfarbe. Nehmen wir noch Farbe. Was haben wir Kopf. hier? Oh, das war schon. Ja. Hier, sowas Grünes da. Grünes ist gut. Oh, ja. Und Bert hat er ja Oh, auch. der sieht aus wie Superman, den nehme ich. Narben? Ich habe keine Narben. Tja. Da, Lincoln. Ich habe Lincoln gefunden. Lincoln? Ja. Abraham? Abraham. Ich glaube, ich nehme den. Also, welchen nehme ich denn da? Das ist schwierig. Schwierig. Er muss so ein bisschen. Ja, das ist schon. Ja, das kommt schon hin. Das sieht gut aus. Ja, so ein bisschen. Ne? Ein Jedi sollte Vor immer allem, weißt seine du, was auch Grenzen schön ist? ausloten. Das magst du ja. Jeder Dialog ist vertont. Alles klar, Sonnenschein, hol dir mal ein Käffchen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Haarfarbe. Wir haben eine Haarfarbe. Die ist mehr so ein bisschen ins. So viel Bärte, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja, Hautfarbe, doch, ich nehme Hautfarbe aber auch. Ein bisschen rot, bisschen viel Sonne gehabt, ja. Das könnte passen. Oh, nee, das ist ja extrem schwarz. Nee, das ist ja. Ach, so ist gut, so ist gut. Das klingt doch mal, das ist schon gar nicht mal schlecht. So. Ach, ein Name. Namen muss er auch noch haben. Pass mal, wie nennen wir den denn? Ach ja. Ja, so warum? Jetzt habe ich schon Start gemacht. Nein, verkehrt. Ich war zu schnell. Nein. Gleich zurück? Geh doch mal raus, mach den um. Noch geht's. Ich kann mich nicht entscheiden, welchen Bart ich nehme. Ist egal, komm. Wir nehmen jetzt irgendwas. Wo war denn hier der. Was war Nein, denn? ich wollte das doch jetzt nicht. Das habe ich im Vorspann nicht gesehen. Nein. Oh, ich glaube, ich nehme das. Genau. Ich wollte doch gar nicht so schnell machen.
Nein, wie kann ich das machen? Nochmal zurück? Wie kann ich nochmal zurückgehen? So. Haarfarbe. Alt und F4, regel die Sache. Ja, das war extrem. So, pass mal auf, ich starte nochmal fix. Pass mal auf, ganz ruhig. Das war so ein bisschen durcheinander. Ach ja, so, gib mir mal ein Passwort. So, ich starte auch mal. Augenblick, ich bin gleich da. Das muss ich, wenn dann wollten wir das ja zusammen starten. Ach Gott, ach so, ich hab das ja vergurt. Ich wollte ja gerne das Video mitsehen. Du hast wirklich Alt F4 gemacht? Ja, klar. So. Naja, gut, also das geht ja schnell. Ich habe ratzfatz da einen neuen Charakter gebaut. Jetzt kenne ich dein Kennwort. Punkt, 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 Punkt. Das ist modern. Das hat jeder. Na. Das haben sie alle. Oh, du wirst lachen, das habe ich auch. Was? Hast du auch das? Ja. Mist. Dann kennst du ja meins. Da kannst du ja überall. Das geht ja gerade nicht. Da muss ich ein anderes nehmen. Lass mich raten. Punkt, 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 Punkt. Ja. Vielleicht. Ja, eventuell. Gut. Da ist er doch. Bitte. Wenn ich jetzt den Spiel drücke, dann muss ich doch. Ich muss doch nochmal neu machen, ne? Och, Mann. Ja, du hast. Kannst den aber auch löschen und neu anlegen. Aber ich glaube, du hast ja 7 oder so. Ach. Ich mach noch fixen neuen, ganz schnell. Geht ganz, 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 ganz. Alles gut. Ich muss Tobor erst abmelden. Dann will ich dann machen. Wie geht das? Musst du abmelden? Entfernen. So, weg ist er. Ich kann's nicht machen. Ich kann ihn nicht abmelden. Da macht er einen Baum. Achso, nee, wegen dem Namen, ne? Na, wieso kann ich den nicht abmelden? Hallo? Normalerweise ist es so, wenn du den neuen erstellst, dann kannst du die Anmelden aktivieren oder so. Weil ich jetzt einen neuen erstellen will. Dein Charakter Tovorg ist bereits angemeldet. Du musst Tovorg erst abmelden, um einen neuen Charakter erstellen, oder? Ja, dann musst du dich erst einloggen und dann musst du wirklich sagen, über Escape abmelden. Na toll. Hättest du auch ja sofort machen können. Naja, nur ist zu spät. Nur muss ich da... Mal sehen, ob jetzt ein Video kommt oder nicht. Ich glaube eher nicht. Schade, ich wollte gerne das Video sehen. Jo, das ist oh ja, da läuft irgendwie ein Video, läuft er jetzt gerade. Ja. Also kann ich mich auch anmelden? Ja, mach mal. Das ist das Intro. Es war einmal vor langer Zeit in einer Galaxie weit entfernt. Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Ach ja, wir hängen nicht zusammen, also es ist ein bisschen doof gerade. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. In den Vorspann sehen wir uns, guck bei mir rein. Darren Weller, Wächter des Trainingsgeländes. Ja, genau. Ich begrüße Neuankömmlinge und führe sie herum. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich warte mal kurz auf dich. Ja, es kann sein, dass du den Anfang sowieso die ersten 2-3 Sachen jeder für sich machen muss. Okay. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Ich brenne Wo soll darauf, ich beginnen? Mich den Prüfungen zu stellen. Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment, ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Was sind das für Viecher? Tiere? Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen.
und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Es ist mir eine Ehre zu helfen, natürlich. Zeigt mir nur den Weg. Um den Rest kümmere ich hab schon ein bisschen Gänsehaut. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Yes. So, pass auf. Wir haben den Knecht hier. Wunderschön, da ist er doch. Genau, ich bin auch jetzt sofort da. Ich bin gerade gelandet. Ach so. Und jetzt kommt das Gleiche wie bei dir und dann können wir uns in eine Gruppe zusammenschließen. Okay, jetzt gehe ich mal raus an die frische Luft. Ah, siehst du. So, was machen wir? Steuerung ist ja ganz easy. Ja klar, Standard halt. Ja, Standard. Ich weiß gar nicht, was so schlimm daran ist. Kann ich auch hauen und schlagen und wehtun? Ja, nur im Kampf. Das ist ja klassisch Rollenspiel, ist ja kein Action-Spiel. Ach so, ja gut. Ja. Springen kann ich mit der Taste, sehr schön. Und ja. Öffne die Karte. Gut, aber dafür haben wir ja den Katral, der kann mir so ein bisschen helfen. Gut. Taxis, Reise mit dem Taxis-Transportdienst schnell zwischen Orten hin und her. Auch interessant. Was haben wir noch hier? Missionen. Das Dreiecksymbol über den Kopf eines Charakters bedeutet, dass er oder sie eine Mission für dich hat. Gut. Oh, ein Notruf. Hast du auch den Notruf gekriegt? Ja, habe ich auch. Alles klar, super. Fleischräuber. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Und wenn schon, es gibt Ärger. Gut, ich hoffe mal, der wird hier irgendwo sein. Ach, wir haben Spezialfähigkeiten. Super, was sind das hier? Ach, kann ich gar nicht benutzen. Ach Mensch, warum nicht? Warum nicht? Was ist denn das hier? Machtstärke. Wow. Was ist denn hier? Selbstprüfung. Du kannst innehalten und nachdenken, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Kann ich im Kampf eingesetzt werden? Ach so. Nee, genau. Nach dem Kampf kannst du ein bisschen meditieren, dann regenerierst du wieder. Ach so, pass mal auf die Map. Hier ist eine 80 Map. Super. Was ist denn das hier? Rückzugsort der Meistertaxe. Ach so, hier ist es. Ach so. Was steht hier? Angriff der Fleischräuber. Ah. Mal sehen, wo der Katral rauskommt. Ich glaube, ich müsste mal in die Richtung laufen. Ich laufe da mal hin. Kann ich auch gehen? Ja, da gibt es, glaube ich, auch. Ah, jetzt bin ich raus. So. Da ist er doch, der Katral. Juhu, ja. Hier, da bin ich. Warte, den muss man eben hier einstellen. So, Grafik. Da lade ich eine Gruppe. Mach ich. Gut. Grasqualität. Lassen wir mal. Nein! So, da ist der Zobarock. Mhm. Tada. Annehmen. Alter, cool. So, jetzt sind wir schon mal in der Gruppe. Okay, Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal die halbe Miete. Genau. Mhm. Ich muss mal hier die Tutorials, kann ich die irgendwie ausschalten? Da oben. Weg damit. Oh, muss ich die echt durchblättern? So. Da kommen mal mehr. Moment. Sternkarte haben wir auch noch. Ach, da unten. Ah, alles klar. Genau, wenn du jetzt auf der Karte guckst, deine Ziele werden dir eigentlich immer so lila dargestellt. Du siehst jetzt, hier ist dieses Taxi, ne? Das wird dir angezeigt. Da müssen wir jetzt hin. Und mit dem Taxi losdüsen. Gut, werden wir es doch mal machen. Warum bin ich langsamer wie du? Ey, das ist unfair. Weiß ich nicht. Muss dann gucken, was haben wir denn hier? Okay. So. Achso, dann sprechen wir hier mit dem Typen mal. Ja, ja. Hallo Typ. Und dann gibt es ja nur einen Punkt, wo wir hin können.
Sprechen. Zu dem Außenposten. Ich will mit ihm sprechen. Nein, ich will jetzt keinen Gruppenchat machen. Nein, nein, ich spreche mit ihm. Wie mache ich das? Ich grüße Einfach Sie. Rechtsklick. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Okay, Passen Sie auf sich auf. Gut, ich passe auf mich auf. So. Fliegen wir da mal hin? Das ist ja, also... Das ist ja noch easy. Das ist ja nur um die Ecke. Das ist ja sozusagen, ne? So. Ich bin da. Super. Gut. Dann gucken wir mal, was wir machen müssen. Da siehst du schon auf der Karte jetzt dieses rotierende Teil, dieses Liederne. Da müssen wir hin und da siehst du den Umkreis. Und wir müssen halt jetzt 10 von diesen Fleischräubern platt machen. Gut, kriegen wir hin. Sie stehen ja hier rum. Ja, die warten drauf, dass wir sie hier haben. Können wir auch noch mit dem reden. Da kriegen wir wahrscheinlich eine neue Quest. Aha. Hallo. Gespräch beginnen. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ritter Weller hat mir einen kurzen Statusbericht gegeben. Aber bevor ich losgehe, würde ich gern mehr wissen. Die Fleischräuber sind organisiert und kampfbereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawanen von den anderen zu trennen. In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Sie hatten noch kein Kampftraining. Okay. Keine Sorge. Diese Padawane werden sicher nach Hause kommen, das verspreche ich. Ich habe hier einen Sender. Läuft bei dir der Dialog auch? Sender aktiviert, ja. Werden wir so schnell du kannst auch antworten, ne? Ja, genau. Okay. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit uns sein, natürlich. Ach, schön. So, dann wollen wir mal ein paar Dinger hier verkloppen, weil hier gibt es uns keine Quest. Gut. Auf in den Kampf, Toreros. Ha! Das müssen die Teile sein hier. Schnippen ihn in Stücke. Oh, das war ja nicht viel dran an dem Typen. Oh, aber ich muss mal eben. Ich habe meine Steuerung noch nicht eingestellt. Nein! Geht aber schnell. Wie das so? Ja, ist egal, das zählt für mich mit. Mach mal. Seid ihr hin? Das ist noch so einer. Achso, ich muss erstmal hinlaufen. Gut. Okay, das sind ja nicht so extrem widerstandsfähig. Nein, am Anfang ist das ziemlich easy. So, Bewegung. Was haben wir? Ziel verfolgen. Ritzel, der ist hinne. Haha, jetzt 3 auf mal hier. Immer. Aua. Ey, das ist unfair. Ja, du, warte mal. Hab ich jetzt hier das Ding? Ich musste mit der Steuerung noch ein bisschen hin. Stufe 2 erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir jetzt 10 geschafft? Ich glaube ja, ne? Haben wir schon 10, ja. Was ist denn das hier? Benutze deinen Holo-Kommunikator, um ein Gespräch zu führen. Ja, klar. Den hier. Gut, ihr seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Können wir draufklicken. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Also, ihr könnt auch Dialoge zusammen machen. Ey, cool, wie geht das? Ja, genau. Wo ist der Rat? Ich hätte mittlerweile Verstärkung erwartet. Einige sind schon hier, doch es kommen immer mehr Fleischräuber. Deswegen melde ich mich. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Ist so gut wie abgeschlossen. Ja, gut, klar. Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln. Ein Tunnel? Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Genau, das suche ich gerade mit den Dialogen. Also, eigentlich macht er das doch mal zusammen, oder? Ich guck gleich mal. Das muss doch irgendwie funktionieren. Was haben wir denn hier? Gruppe. Das haben wir. Gruppe. Da stand vorher Dialog zusammenbeginnen. Ach so.
Habe ich jetzt gleich drauf geachtet. Da stand irgendwie Dialog zusammen. Ja, genau. Ne? Genau, weil normalerweise musst du das dann einfach anklicken. Den denn hier? Warte, den. Oh, bisschen ja. Rummetzeln. Er hatte noch ein bisschen extra Krams. Ja, genau. Ich schnapp ihn mir nochmal einen hier, so einen kleinen hier da. So. Komm mal her. Wo bist du noch? Ach, da hinten. So. Lichtschwert funktioniert. So. Ist auch der gute Akku drin. Aber erstmal, wenn du erstmal dein richtiges Laserschwert bekommst, das ist ein richtig epischer Moment. Echt? Warte mal, ich muss mal hier mit der Steuerung, das ist noch nicht so ganz meins. Okay, ja, stimmt. Bei mir ist auch noch nicht ganz alles richtig. Ich bin. Weil. Alter! Hallo, lauf da mal hin. Ich muss erstmal hier mit der Steuerung zurechtkommen. Das ist gerade nicht ganz so einfach. Was haben wir hier? Genau, da kannst du sagen, Bedarf ist, dann würfelst du, und Gier, dann willst du es auf jeden Fall haben. Keine Ahnung, kleine Ranzen mit. Ich würfel mal. Ja. Hab ich auch. Ich muss auch noch mal eben kurz gucken bei den Einstellungen. Es ist hier noch nicht so vorwärts bewegen. Nach links. Da. Was passiert, wenn die Batterie leer ist? Das ist eine gute, das ist eine von Dingens hier. Wie heißt die noch? Der gute Daffy hat mir so eine gebracht. Guck mal, da hinten nochmal hin. So. Schnuppel mal das Teil da. Kredits und Meditationsperlen. Mhm. Was sagt die Map denn? Hallo? So. So. Zurück. Irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich muss mich einfach hier zurechtfinden. Wir müssten erstmal wieder zurück zu dem Typen. Müssen wir zurück? Nee, stimmt gar nicht. Du hast recht. Wir müssen doch den den Wagen oben entlang. Wir müssen erstmal den Lehrling finden da. Der muss doch irgendwo hier hinten sein. Irgendwann nervt gerade. Ja? Dass bei mir das Spiel ruckelt. Das hat noch nie geruckelt. Bei mir müsste das gut sein, ne? Oder? Ja. Also. Weiß auch nicht. Verwirrt. Flughundplunderer. Was haben wir hier denn? Ja, cool. Ja, was ist denn das? Das ist eine Hologrammstatue bestimmt. So. Das haben wir. Plündern. Was haben wir hier? Inventar. Ach so, ausrüsten. Ach, das können wir auch mal. Gut. Stufenaufstieg. Ach Leute. Ja. Was denn? Ach, die wollen hier Ärger. So. Danke. Okay. Gut. Gut. Immer schön hier Ärger machen. Warte mal, ich habe im Inventar irgendwas reingekriegt. Was ist denn das hier? Mhm. Gefütterter Mantel. Wie kann ich den ausrüsten? Achso, was habe ich hier denn drin? Mal gucken. Gut, ich würde ihn gerne ausrüsten. Aber vielleicht kannst du ihn gar nicht benutzen. Warte mal, das ist brustleichte Rüstung. Doch, müsste es eigentlich gehen. Leichte Rüstung Wert 8. Mittlere Rüstung Wert 2. Ach, eine mittlere habe ich an. Achso. Was ist denn das hier? Rationspaket. Achso, können wir verkaufen. Ja.
Okay, gut, dann, ja. Geht nicht. Ja, da müssen wir hin. Komm schon. Wo ist meine Maus? Da, da. Ja, du bist halt der Tank, du bist schneller wie ich. Ja, wahrscheinlich halte ich ein bisschen mehr aus, aber du machst mehr Aua. Ich mach mehr Aua? Ja, ist normalerweise so. Ja. So, da ist ein junges Uxibestie. Uxibestie, wie süß. Da vorne ist eine Truhe, das ist auch gut. Zack. Okay. Ja, die holen wir uns mal, die Truhe. Warum kann ich nicht angreifen? Achso, weil du die gleich schon kalt machst. Super. Ja, läuft ja, ne? Klar. Alles nehmen. Zack. Die Truhe kannst du auch aufmachen. Ach, das ist jeder für sich, ne? Ja, da können wir dann würfeln. Dann machen wir einfach würfeln. Keine Ranzen. Den hast du ja schon. Dieser Magie. Ja, das sind Ranzen, da sind immer Materialien drin hinterher. Ach so. Okay. Gut, ich guck mal kurz, wie spät das ist. Das muss doch hier irgendwo sein. Der muss doch irgendwo hier oben sein. Irgendwo muss er doch hier sein. Ja, da vorne ist hier so ein Käfig. Wir müssen diese Käfige aufmachen. Ach so. Juhu! Das ist doch mal Jedi-like hier. Alter, lass es nach. Was machst du für Blödsinn? Kriegt das schön auf die Mappe. Boah. Also, wie gesagt, das hier muss ich erstmal hinkriegen, das Ganze. Ja, das kommt. So, 2 von 6 haben wir. Den Mantel kannst du auch verkaufen. Ach so, vielen Dank für den Tipp, Luca. Okay, warte mal, den nehme ich noch mit. Ich muss noch ein bisschen üben. Stufe 3. Stufe 3, juhu! Nehmen. Sehr cool. Also wie gesagt, mit der Steuerung muss ich noch üben. Das, wenn du links und rechts machst, siehst du dich oder läufst du rein? Ich damit hier A und D, ja. Da drehe ich mich. Genau, das würde ich mir einstellen. Du kannst in den Optionen kannst du machen, dass er Schritt nach links, Schritt nach rechts macht. Weil das geht besser. Ach so, ja. Was hast du nun gemacht? Gar nicht, ich bin hier rum. Ach so. Och, ja. Das war anstrengend, alles. Ich guck dir mal zu hier, das ist viel angenehmer. Nee. In den ein. Oh, Gottes Willen. Komm mal ein bisschen weiter hin zu mir, weil die spawnen gleich wieder. Ach so. Gehen wir hier auf die Brücke und aus. Genau, wenn du jetzt über Escape gehst und dann Einstellungen, da gibt es unten Tastenbelegung. Einstellungen. Tasten da. Und da kannst du sagen, bei Bewegung gibt es dann Schritt seitwärts nach links, seitwärts nach rechts. Die würde ich zum Beispiel setzen. Wo steht das? Rückwärts, vorwärts hast du nicht gesehen. Seitwärts nach links. Mhm. Das ist ja Q und E sozusagen. Gut. Dann sind die beiden belegt, dann müsste das andere nicht mehr belegt sein, ne? Mhm. Annehmen. Okay, so. Nein, nicht Spiel beenden. Bist du wahnsinnig? Abbruch. Da, so zack. Ah, hier all sowas von. Besser, oder? Wesentlich. Ja, das ist viel besser. Da muss man sich einfach, wie gesagt, mit zurechtfinden, ne? Aber er ist nicht so flink hier. Also ziemlich lahm. Punkt schon wieder ein Dings da. Wie praktisch. Einfach mal warten. Zack. 3 von 6. Wo ist denn der? So. Ach da. Gut, warte mal. Wir haben hier noch irgendwie... Da fehlt uns noch einer. Erste Lektion. Finde die vermissten Schüler. Also einen haben wir auf jeden Fall hier stehen lassen. Ja, der müsste ja irgendwo... Hier oben. Die Schüler sind hier oben. Der müsste irgendwo da sein. Meine, warte mal, wenn ich mich. Boah, ist so lange her. Ich glaube, die waren hier irgendwo. Kann man da hoch? Ey, cool. Mhm. So, und dann hier irgendwo. Da sind sie doch. Na
komm her. Lauf. Hüpf, hüpf, hüpf. Alter. Hüpf, springen, ne? Springen, da. Ach, da. Pass auf, ich rede jetzt mal und dann gucken wir, ob wir es zusammen machen können. Ach so, genau. Jetzt kannst du sagen, okay. Beteiligen, so. Ja, jetzt geht's ihm zu zweit. Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Meint ihr die Fleischräuber? Sie verstecken sich überall. Das jetzt hat deine Antwort nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Ach so. Die Fleischräuber, also müssen beide, haben uns beide gestört. Ja, ich hatte genau. noch nie Jeder so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jeridan wurde schwer verletzt. Euer Freund? Wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen. Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf. Oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Oh, jetzt können wir uns entscheiden, entweder für die helle Seite was zu machen oder für das Böse in uns. Hi, Downwind. In Ordnung. Zeigen oh, du hast böse gemacht. Monstern, dass sie in den Nals nichts zu suchen haben. Ja. Wir machen es so. Wenn ihr die Fleischräuber direkt angreift, können wir sie von den Seiten aus attackieren. Wenn ihr fertig seid, sagt dem Wächter im Lager, dass wir zurückkommen. Es kann aber eine Weile dauern. Möge die Macht mit euch sein. Jo, mit dir auch so. Die Macht. Ja, ja, genau. So. So, gucken wir mal. Neuer wir müssen noch eintragen. Genau. Wir müssen... Ups. Fleischräuber, 10 Stück. Und die Vorräte, 3 Stück. Wo steht's hier? Da oben steht's ja, genau. Aber wir haben auch noch nicht, wir müssen auch noch 3 Padawane befreien. Die haben wir auch noch nicht. So, hier sind schon mal die Fleischräuber und da sind auch ein paar Padawane. Also. Juhu! Party! Das machst du ganz gut, das muss ich sagen. Das gefällt mir, ja? Muss, ja. Na toll. So. Befreit! So, mach dich dünne. Was sind das hier oben eigentlich? Flatsch. Wo bist du? Ach, da oben. Alles klar. So zwei kleine Fledermäuse hier so ein bisschen. Die Haut abgezogen. Ja, nicht. So. Okay. Und dann hinter dir, das Ding kannst du auch anklicken. Das siehst du mal, wenn es so blau leuchtet. Ah, okay. So. Alles klar. Ach, das sind die Vorräte. Na, genau, so. Also gelb, das sind, die sind neutral. Die tun dir nichts. Okay, gut. Also wie gesagt, ich muss das Spielchen noch ein bisschen einstellen. Ich denke mal auch dieses mit Looten, das kann man auch automatisieren. Na, ich glaube nicht. Nee. Also höchstens, dass du das alles nehmen kannst. Ach, nee, du musst dich gleich nehmen. Also ich bin so mehr der, ich bin eigentlich mehr so der Fernkämpfer, ne? Das merkt man schon. Weil ich visiere die Ziele an. Ich brauche da immer nicht hinlaufen, aber jetzt muss ich ja hinlaufen. Ach so, ja, dann hätten wir Wächter nehmen müssen. Nee, egal. Wie gesagt, ich muss mich da erstmal, ne? Dran gewöhnen. Ja, das kommt alles. Ist ja nicht schwierig. Ist nur gewöhnungsbedürftig. So, pass mal, was habe ich jetzt hier? So, warte mal, hier muss ich noch was looten. Genau, erste Lektion. Das ist aber da. War das nicht da? Auch nicht. Gottes Willen, ich muss mal hier mit der Maus steuern. Hier oben ist noch ein kleiner Padawan.
ich mal eben. Wo bist du? Wo? Ach, da. Hier vorne. Ich, da, genau. Ich glaube, das war der letzte Rang. Ja, genau. Ach so, okay. Zack, dann haben wir alle. Juhu, Level 4, ich dreh durch. Läuft. So, kann man doch irgendwie so. Da was einstellen? Was einstellen? Level-mäßig? Ja, das kommt aber. Achso, das kommt später. Mhm. Gut. Wir sollten jetzt wohin? Was noch? Hier fehlt noch was. Die Gnarrels. Erste Lektion. Die muss da oben sein, ne? Aber haben wir die nicht schon gehabt? Oh, du siehst das, wenn du. Wenn du P drückst, ne? Mhm. Augenblick. Dann siehst du die Fähigkeiten und dann siehst du auch, was jetzt verfügbar ist. Aha. Danke für dein Follow, Downwind. Genau, genau. Und da musst du aber zu deinem Lehrer, da kommen wir aber noch hin und dann kannst du die Sachen lernen. Ach und, so. Ne? Jo. Beidhändigkeit, natürlich. Ja, das ist schon cool bei den Wächtern, dass die halt hinterher mit zwei Laserschwertern rumrennen. Das sieht echt cool aus. So, was müssen wir hier machen? Gnarls, erste Lektion. Das haben wir doch schon. Die haben wir schon? Genau, wir können im Prinzip jetzt erstmal zurück. Warte mal. Wir haben ja noch was mehr. Die Gnarlshöhle. Die Gnarlshöhle, genau. Da müssen wir hin. Gehen wir mal zu Gnarls. Die können wir gleich eigentlich mitnehmen. Die müsste doch in verkehrte Richtung. Hier runter. Müsste da irgendwo sein. Ich bin aber wesentlich langsamer wie du. Warum? Ich weiß nicht. Ich renne schon wie, ne? Also das ist, ja. Das ist mehr so ein easy Jogging hier. Also nicht sowas. Nimm mir den Link. Boah, hör mal. Das war ja fast synchron hier. Wir können. Ha. Wir können. Ich sag's dir. So, ich nehme wieder ganz links. Ach so, leg noch auf. Schade. Also ich möchte mal wissen, warum das bei mir echt leckt, also ruckelt. Ich spiele das sonst auch mit voller... Ich habe schon runtergeschraubt. Keine Ahnung. Guck, ich habe den Typen zweimal ange... Hast du ihn befreit? Nö, wir haben alle. Achso, dann können wir keinen... Du musst drin bleiben, mein Freund. Tut mir leid, also wir hätten dich gerne rausgeholt, aber geht nicht. Dürfen wir nicht. So, los, ich nehme links wieder. Juhu! Yes. Dreimal zuschlagen, dann war der schon Geschichte hier. Ja, ich sag's dir. Der mächtige Jedi Zoroark. Ja, und was für einer? Warte mal, sollten sie auch noch ein paar? Halt mal, guck mal. Ja, warte, ich komm mal her zu dir. Augenblick. Fall um, Mann. Bin ich eigentlich verletzt? Oh, ein bisschen. Dezent. So. Hier ist noch was. Zack. Ist auch geil. Du hast ja oben links den Chat, ne? Mhm. Da kannst du zum Beispiel auch sowas machen. Säufst für Langeweile. Na, klasse. Ja, warte. Ich muss mich da erstmal hier zurechtfinden. Du weißt Bescheid, ne? So, pass auf. Wir müssen in die Richtung, ne? Yeah. Genau. Yeah. Yeah, you're right. Yeah. Oh my God. Okay, hier ist die Höhle. Also ich meine, du bist ja auch Tank, ne? Eigentlich? Ja. Ach, deswegen bist du schneller. Das, und jetzt siehst du schon, hier ist jetzt grün. Ja. Na, und das heißt, wir können da durch und das sind die Klassenquest rein. Also könnt ihr zum Beispiel einen Schmuggler könnt ihr nicht mit rein. Ach so. Und jetzt können wir nämlich hier rein. Dann geht, das ist dann nur für uns Jedi. Ja, okay. So. Bist du schon drin? Ja, ich bin drin. Wo bist du? Warum sehe ich dich nicht? Also, wir haben doch das Gleiche. Geh nochmal raus. Ich gehe lieber nochmal raus. Ja, da bist du wieder. Ja? Hm? Ah, jetzt sehe ich dich. Ja? Normalerweise andere Spieler mit derselben Klassenvoraussetzung können diese Phase nicht betreten. Aber wir haben noch die gleiche.
So. Okay, dann müssen wir das jetzt. Jedi-Ritter-Phase. Deine Gruppenmitglieder können dir helfen, wenn sie kein Jedi-Ritter sind, aber oder wenn sie Zugang zu Story-Bereichen der gleichen Klasse erlauben. Aber wieso? Sind wir nicht die gleiche Klasse? Doch, müssen wir eigentlich. Doch, ne? Sind wir doch. Eigentlich müsste das gehen. Ich sehe dich auf der Karte, sehe ich dich. Wieso? Ja, mach, nimm mit, man kann die wissen, ne? So, wie gesagt, mit der Steuerung muss ich mich echt noch zurechtfinden hier. Jetzt bist du rein. Na gut, machen wir es eben selber. Treffen wir uns gleich wieder draußen. Oh, warte. Ich muss echt noch mit der Steuerung. Das ist noch ein bisschen schwierig alles. Nicht so ganz meins. Noch nicht ganz. Ich komme mal dichter ran. Jetzt nimmt er mitten im Kampf den Krams auf. Ist nicht zu fassen. Also. Hier ist ein Wachtmann, ne? Wo ist noch einer da hinten? Also ich mach's meistens so, ich halte immer die rechte Maustaste gedrückt, weil damit gucke ich mich um. Und mit der linken renne ich dann. So, er ist hin. So, er ist auch hin. So. Er ist hin. Wie komme ich denn hier runter? Ach da, so. Außer Reichweite. Kurz hier. Der wollte sich wehren, der Typ. Das kann da wohl nicht rein, oder was? Oh, Stufe 5. So. Auch schon mal durch. Ja, den gleichen Kasten, den Typen. Erfolg abgeschlossen. Nehmen. So, sind wir durch hier? Bin ich durch? Nee, fast. Aber ich kann dich aber gerade sehen, komischerweise. Ja, ja. Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Was geht hier vor? Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Was ist hier eigentlich los? Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Oh, der Laserschwert. Mein. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Angreifen oder nicht? Kann ich mich auch anschließen? Nein! Ich werde jetzt auch ein wenig säubern. Oh Gott, ich habe wieder die dunkle Seite gewählt. Nein, warum? Du bist echt böse. Ich bin echt böse. Meine Güte, nein. Alter Freund, bin ich so böse. Ah, sieht ja keiner. Das wird aber auch in diesem Ring angezeigt. Geht es euch das gut? Rote Symbol ist, ist was böse. Ist geschehen? Aha. Also wenn es eine Antwort ist, die das Auswirkungen hat. Achso. Der Macht seid ihr beide sicher. Hallo, den Lose. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Ist keiner von uns. Ich führe diese Fleischräuber an. Bist du wahnsinnig? Kein Jedi? Wenn er nicht wie wir war, was war er dann? Ich würde ja sagen, ein Sith. Aber das Imperium weiß nicht, wo Tython liegt. Ich bin böse. Dieses Lichtschwert. Nein. Es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Gib mir doch das echte. Ja. Ich verdiene eine Ordnung. Habe ich auch genommen. Und mein Gegner braucht seine nicht mehr. Diese Waffe kann uns dabei helfen, herauszufinden, wer dieser Mann war.
Der Rat erhält sie. Na toll. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Alles klar. Mhm. Oh, 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 oh. So, er hat mal kurz die Tür zugemacht. Ja, Jedi halt, ne? Bei mir auf jeden Fall. Das sollte ja, sie erstmal fernhalten. Hallo Randy, Andy. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Hallöchen. Das war unglaublich. Den Trick will ich auch können. Ich möchte lernen, wie man das macht. Du musst nur ein paar Jahrzehnte lang üben. Dann hast du es im Handumdrehen raus. Jahrzehnte. Du, das ist ja um die Ecke. Noch nicht. Was sagt er? Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Ich bin nicht zum Reden hier. Könnt ihr mir den Weg weisen? Klar. Ich bin gerade erst auf Tython angekommen. Wo muss ich hin? Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Randy, Andy, ob du mitspielen möchtest, kannst. Ich denke mal, heute nicht. Heute, wie gesagt, wir probieren das erstmal alleine. Oder ich auf jeden Fall. Für mich ist das ja komplett neu. Nächstes Mal, lieben gern. Lieben gern. Können wir gerne mal machen. Wo soll ich jetzt hin? Raus? Mhm. Ich soll raus. Okay, ich laufe mal dem Schatten hinterher. Den Katralschatten sozusagen. Genau, du bekommst bestimmt ein rotes Laserschwert. Das glaube ich aber auch. Knallrot. Das ist aber jetzt doof, dass wir das nicht zusammen machen konnten, ne? Das verstehe ich auch nicht. Also normalerweise, gerade wir sind ja in einer Gruppe und... Wir haben die gleiche Klasse und auch Menschen, wenn man so will, aber... Naja, gut. Ich will nur noch mal irgendwas hier testen. Dort ist draußen. Ich gehe mal raus, ne? Ja. Da ist er ja auch. Britzel. Hatte ich schon immer ein rotes Zeichen? Ja, ne? Ja. Ausrichtung. Ich bin aber immer noch neutral. Na guck, ich bin schon... Du bist neutral? Achso, ja. Oder... Nö, ist neutral, ne? Anzeige ist noch mittig. Ach, wieso kann ich mich auch in die dunkle Seite entwickeln? Natürlich. Böse Sache, böse Sache. So, jetzt müssen wir zurück hier. Was ist denn hier? Achso, kehrt zu dem Meister zurück. Warte, da haben wir noch was. Die Gnals, erste Lektion. Was ist denn das? Achso, steht auch da. Ich weiß auch. Ja, genau. Musst du zum Meister. Wir gehen mal hier zu dem Meister Relex zurück erstmal. Wo ist denn der? Ach, der muss doch da. Stimmt, da. Genau, müssen wir rüber. Na gut, ich folge dir mal. Unauffällig. Nimm die Abkürzung. Genau, wir schwimmen hier mal durch. Ey, schießt du auf mich, Kollege? Der ist einfach so umgekippt. Oh. Britzel. Aber das ist auch cool, dass jeder, dass der Loot für beide, also dass jeder sein Loot kriegt, ne? Ja, das stimmt. Und halt die besseren Teile, da kannst du halt drum würfeln. Ne? Das finde ich schon ganz gut. Ist ja so ähnlich wie bei WoW, ne? So circa? Ja, klar. Das ist wie bei vielen Spielen, genau. Ist ja genauso wie bei, auch mit dem Hin- und Herfliegen, das ist ja, glaube ich, das Gleiche, ne? Mhm, genau. So, dann ist die Brücke. Das sind fünf Fieder. Oh, was ist das für einer? Ein Wildschwein, Werwolf, keine Ahnung. Kann man dieses Haut abziehen? Nee. Ach, schade. Ich bin aber echt langsam, ne? Das muss ich echt mal sagen. Du lahme Krücke, du. Oh. Ich war immer schon schneller. Muss ich auf dich warten. Dabei bin ich viel dicker als du. Muskulöser heißt das. Ja, okay. Komm hier, der stört auch. So.
schön auf P. Die Mappe. P, also Fähigkeiten, aber da können wir, kann ich ja noch nichts ändern. Also das heißt ja später, ne? Genau, wir müssen gleich hier bei dem Meister. Okay, ich komme mal zum Meister. Meister. Achso. Holo-Gespräch. Ja, ja, ich bin gleich da. Wo bist du denn? Da. Beteiligen. So. Die Padawane sind noch etwas wackelig auf den Beinen, aber sie leben. Sie wollten bleiben, also habe ich ihnen einen Weg freigemacht. Das ist tapfer von ihnen, aber nicht das, was der Rat gewollt hat. Mhm. Hoffentlich sind sie in Ordnung. Vielleicht sind sie gefährlich? Viele der Einheimischen sind gestorben, aber ich konnte sie nicht alle erledigen. Keine Sorge, es kommen erfahrene Jedi, die sich darum kümmern. Bis die Gefahr durch die Fleischräuber gebannt ist, darf kein Padawan mehr in die Nahls. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Ebenso, ebenso. Oh, es gibt hier grüne Hände. Tada! Tada! Super! Die können wir jetzt erstmal ausrüsten. So, wie geht das? Du gehst in dein Inventar, einfach rechtsklick. Ach so, das ist ja simpel. Was habe ich hier noch hier Feines? Gravierte Urne. Blasterlauf. Oh, Bildschirm. Aber mein Inventar schon bald wieder voll. Ich sehe ja schon kommen. Drück mal P. Und dann auf was? Steht hier. Deine Klasse. Da kann man rennen. Machtsprung. Blablabla. Sturmhieb. Wo kann ich das lernen? Nee, du kannst hier, wenn du auf P drückst, dann auf deine Klasse oben, dann gibt es ganz unten Sprinten. Da kannst du unten draufklicken und das aktivieren. Da jetzt bei... Hast du das nicht? Nee. Bei mir ist das ganz am Ende. Hab ich unter nicht? Selbstprüfung. Hast du das gar nicht? Okay. Hab ich gar nicht. Warte, ich mach das bei mir mal aus. Schnellreise? Hast du kein Sprinten? Ich dachte, das hätte jeder. Nö, irgendwie nicht. Okay. Macht schon was. Das habe ich ja eigentlich aktiviert, das ist klar. Das habe ich. Selbstprüfung? Klar, diese Waffen. Geschick, Lichtschwert. Habe ich noch gar nicht. Ich habe noch kein Waffen. Gut. Nee, ich kann nicht weiter runter. Ich gucke erstmal, was ich so an Klamotten noch habe, die ich ausrüsten kann. Ab Level 20. Das Schöne ist, 10. Ach so. Ob ich ein Abo habe? Nee, Abo habe ich nicht. Abo habe ich nicht. Nein. Wo bist du jetzt abgeblieben? Ich stehe noch beim. Was auch gut ist, wenn du im Inventar die ganzen Ausrüstungsgegenstände hast, im Mouseover siehst du dann auch, wie sich die Werte ändern ganz unten. Dann kannst du sofort sehen, ob was besser ist für dich oder nicht. Plus 3. Ja, gut, aber ich kann die irgendwie nicht ausrüsten. Rechtsklick. Ach doch, klar. Sub. Ach so. Ja, das ist doch natürlich cool, die Nummer hier. Ne? Ah, okay. Gut. Haben wir. So, wo geht's hin? Ups. Angriff der Fleischräuber. Genau, wir müssen hier runter zum Jedi-Tempel. Bist du da? Auf zum Jedi-Tempel. Oh, warte mal, hier ist unser Ausbilder. Meister Tabeln, da können wir jetzt neue Fähigkeiten lernen. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem. So. Da, Sprinten. Sprinten ist da. Ah, guck. Wer der Abonnent um... Ja, klar, ich muss Abonnent sein. Um sprinten zu können? Ja, klar. Okay, aber dann habe ich das, weil ich mal das damals gekauft hatte. Deshalb habe ich bestimmt das freigeschaltet. Ich habe es aber deaktiviert. Alles klar, so. Gut, dann wissen wir Bescheid. Was habe ich denn hier noch so? Das ist der Machtsprung. Kann ich hier alles? Schwung. Sturmhieb. So, zack, ich nehme alles an. Fertig. Das haben wir in Salat. Und was... Genau, was wir auch machen können wir sofort, können wir gehen mal hier zu dem Stim-Händler. Da kannst du, wenn du mit dem sprichst, kannst du unten rechts Schrott verkaufen. Schrott verkaufen. Wupp.
Und auch alles das, was du sonst nicht mehr brauchst. Ne? Wenn du jetzt alte Gegenstände noch hast, du hast bessere, die kannst du ja alle verkaufen. Okay, wie kann ich das verkaufen? Ach so, alles klar, gut. Einfach rechtsklick. Ja, ja, super. Ich habe hier noch ein Medipack, kann ich auch verkaufen, ne? Könnte ich, theoretisch. So, ja gut, ich meine, das ist natürlich jetzt doof. Aber ist so. Ich kann halt nicht sprinten. Ist egal, ich habe es auch ausgeschaltet. Dann laufen wir gleich schnell. So, hier kannst du jetzt, könntest du auch einkaufen, ne? Händler für mittelschwere Rüstung, für leichte. Aber wie viel Kohle haben wir denn? Wo sehe ich denn das? Im Inventar 327, unten rechts sind die Credits. 344. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Eigentlich lohnt sich das nicht am Anfang, weil du kriegst viel Glück da draußen. Wollte ich gerade sagen. Wir haben ja noch das Übungsdingens hier, ne? Das Laserschwert, das müssen wir uns hinterher erst bauen. Müssen wir das erst bauen? Ja, klar. Deshalb, das ist voll episch. Wenn sie es noch so haben. Episch ist ja der Klopper. Ich habe mir zum Beispiel auch auf die, ich weiß nicht, wenn deine Maus noch eine Seitentaste hat, ich habe mir auf die Daumentaste, habe ich mir zum Beispiel das automatische Rennen gelegt. Das ist mal ganz praktisch. Aha. Ist im Wesentlichen gleich schnell, das ist schon mal cool. Aber gut, dass man das kaufen muss, ich meine, das ist ja auch ein Trick für sich, ne? Ja gut, ich meine, Entwicklungskosten müssen irgendwie reingeholt werden, ne? Ja, ja, natürlich. Aber trotzdem kannst du mittlerweile schon echt viel machen for free. Okay. Wo bist du? Ach, du klopfst da hinten rum. Ja, ich hab hier gerade mal sowas entdeckt. So. Oh, da ist was Grünes drin. Was Grünes? Ja, bei mir hatte ich mehr Glück jetzt beim Mieten. Jawohl, nehmen wir. Oh, Stufe 6. Das ist auch gut, ne? Wir leveln so ziemlich gleich. Das ist ganz cool. Ja, das ist praktisch. Komm, gehen wir unten mal weiter zum Tempel. Tempel des Todes. Ja, ja, ja. Gut. Ich bin ja, ne? Du. Ah, nee. Du spielst lieber den Sith. Oder die Sith. Das heißt die Sith, ja. Sith? Oh Gott. Ja, ja, Entschuldigung. Ist das hin oder brauchst du Hilfe? Nö. So. Guck mal, da ist der Tempel. Ja, beeindruckend. Was ich einfach auch geil finde, dass die halt mit Lukas zusammenarbeiten, das heißt, du hast die originale Musik, alles original, das ist schon sehr episch. Hoffentlich kriegen wir da keine Probleme bei YouTube. Wir werden sehen. Wen haben wir denn hier? Eine Statue. Oh gut. Der ist eingefroren. Ich wollte gerade sagen, der hat einen, ne? Frostblitz. So. Was wir auch mal nehmen sollten, sind diese Dinger. Okay. Einfach mal rechtsklicken, weil dann kannst du dich hinter dahin porten. Wieder. Ach so, das ist Schnellreisepunkte. Genau. Ah. So, wir müssen in den Tempel, ne? In den Tempel rein, ja. Oh, hier ist ein Briefkasten. Ich habe Post, aber das ist wahrscheinlich noch, weil ich mal Abonnement war. Habe ich wahrscheinlich 10.000 irgendwelche, Belohnungen und bla bla. Also lass ich mal weg. Star Wars, willkommen in der, bei Galactic Starfighters. Na gut, okay. Das ist auch cool, das sind ja richtig so Raumschlachten, die du fliegen kannst. Bin mal gespannt, wie gesagt, ne? Ist ja noch der Anfang. Wir sind ja noch ganz klein und frisch, ne? Wir sind ja noch sozusagen. Genau. Oh, was haben wir hier? Das ist doch ein. Friede sei mit euch. Upsala. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Ja. Klar. Sicher. Auf jeden Fall, mein Freund. Reden wir. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen. Mhm. Alles klar.